So musizieren und vor allem auch wieder auftreten, das wünschen sich sicherlich derzeit alle Musiker. Doch die Konzertsäle, Kirchen und Opernhäuser sind Corona-bedingt zu in Hessen, vorerst bis Ende Januar 2021. Doch es gibt auch neue Konzertideen, dazu gehört auch das sogenannte Treppenhauskonzert des Jerusalem-Duos. Ein Duo aus Saxophon und Harfe aus Frankfurt. Das kann für ein Konzert im heimischen Treppenhaus gebucht werden. Ursula Böhmer hat die Musiker bei solch einem Konzert im Treppenhaus für uns begleitet. So, geschafft? Ja. Perfekt. Ich treffe das Jerusalem-Duo in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe von Frankfurts Innenstadt. André Zierlin und Hila Ofek haben sich im Treppenhaus schon eingerichtet. Hilas Harfe steht vor der Aufzugstür. André hat Saxophonständer und Notenpult gleich daneben postiert. Auf den Treppenstufen hocken bereits die erwartungsvollen Zuhörer. Kinder zwischen 0 und 8 Jahre alt und ihre Eltern. Kurz darauf geht's auch schon los mit melancholischer Klezmermusik. Klezmer ist Kli-Semmer, das ist ein Gefäß des Liedes. Und für uns Musik ist nicht nur, was man spielt, sondern mehr, wie man das spielt. Und alles, was wir spielen, hat so ein bisschen diesen Gewurz von dieser jüdischen Musik, aber nicht, weil das ist jüdische Musik, sondern diese Philosophie passt uns so gut und wir glauben an diese Philosophie. Klezmer ist aber nicht das Einzige, was Saxophonist André Zierlin und Harfenistin Hila Ofek in petto haben. Sie schöpfen aus vielen musikalischen Gefäßen und arrangieren sich die Melodien für ihre ungewöhnliche Besetzung notfalls um. So wie diese Musik aus einem Disney-Film, Wunschmusik der Kinder. André und Hila vom Jerusalem-Duo sind tatsächlich in der heiligen Stadt aufgewachsen, bevor sie vor 8 Jahren nach Frankfurt gezogen sind. Beide haben hier an der Musikhochschule studiert, sind auch privat ein Paar. Normalerweise touren sie als freischaffendes Duo durch die Welt, gern auch mal gemeinsam mit dem Klezmer-Musiker schlechthin, Giora Feitman. Doch Corona hat dem Paar vorerst einen Strich durch die Gagenrechnung gemacht. So schnell ließ sich das Duo aber nicht unterkriegen. Besondere Zeiten erfordern quasi besondere Ideen. Und als die erste Lockdown kam, damals im März, haben wir gesagt, okay, lass uns mal unseren Treppenhaus, da wo wir wohnen, nutzen und für unseren Nachbarn spielen, weil die leiden, würde ich nicht sagen, aber die hören uns, wenn wir üben und so. Und wir dachten, das wäre vielleicht schön, was zurückzugeben. Daraus wurde schließlich das Treppenhauskonzert für jedermann, das man übers Internet buchen kann und das kostenlos ist. Denn für seine Konzertidee hat das Jerusalem-Duo ein Stipendium der Hessischen Kulturstiftung bekommen. Sarah Steinhardt hat da für ihr Treppenhaus gleich mal zugegriffen. Also wir sind ein großes Haus, ja, wir sind 15 Kinder, also 8 Familien mit 15 Kindern, das ist immer was los hier und das ist dann einfach schön auch für den ganzen Zusammenhalt im Haus. Für den Zusammenhalt ist tatsächlich gesorgt, zumal das Jerusalem-Duo seine kleinen Zuhörer immer wieder mit einbezieht. Und ist es vielleicht eine Posaune? Nein. Nein, das ist keine Posaune, ich weiß, das ist eine Gitarre. Nein. Nein. Was ist das? Eine Tüte. Eine Tüte. Das heißt Saxophon. Habt ihr das vielleicht schon mal gehört, das Wort Saxophon? Ja, ich hab's schon mal gehört. Ja, habt ihr schon? Zwischendurch dürfen die Kinder auch mal dirigieren und anzeigen, wie laut oder leise, langsam oder schnell die beiden Musiker spielen sollen. Kindgerechte 40 Minuten kurz ist das Treppenhauskonzert vom Jerusalem-Duo. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Danke, Steinhardt-Familie, für eure Kontakt. Danke, dass Sie uns diese Gelegenheit gegeben, endlich wieder live für Leute zu spielen. Danke. Gut, dass nach dem Treppenhauskonzert vor dem Treppenhauskonzert ist.
Als besonderes Bonbon bietet das Jerusalem-Duo übrigens auch noch ein Gewinnspiel an. Und zwar, das Gewinnspiel heißt Hessens schönstes Treppenhaus. Und ich würde jetzt nicht so viel erzählen, was das ist. Gehen Sie auf unsere Webpage, da steht alle Fragen. Der Sinn dahinter ist, dass der Gewinner bekommt ein Konzert für uns. Also nichts wie los. Falls Sie ein schönes Treppenhaus haben, dann schauen Sie doch mal auf die Homepage vom Jerusalem-Duo. Dort finden Sie alle Informationen darüber, wie man das Musiker-Duo für ein ganz besonderes Hauskonzert buchen kann. Übrigens in ganz Hessen. Das Jerusalem-Duo mit einem Lied von Antonín Dvořák. Und so kann es auch in Ihrem Treppenhaus vielleicht klingen, wenn Sie mögen und Sie das Duo zu sich einladen oder mitmachen beim Gewinnspiel, ausgelobt vom Jerusalem-Duo, das dabei das schönste Treppenhaus in Hessen sucht und ein Konzert verschenken möchte.